Guten Morgen, lieber Sorgen. Ein ganz spontanes Video ohne alles, ohne vernünftigen Ton, weil ich hier in der Sieber spazieren gegangen bin, am Sieberdamm. Und da habe ich gesehen, dass auf der Höhe kurz vor der Lagerhalle, die hier ist, ein Baumstamm quer über die Sieber liegt. Nicht im Wasser, sondern so 20 Zentimeter über dem Wasser. Aber der scheint da relativ fest verankert zu sein. Da hat sich schon Holz verfangen und aus dem Grund mache ich auch das Video. Da vorne kann man also sehen, dass sich da schon Äste verfangen haben an dem Baumstamm, der da quer über die Sieber liegt. Der scheint da auch relativ fest verankert zu liegen und im Augenblick gerade ist das wohl unproblematisch, aber es liegt Schnee, der wird irgendwann schmelzen, dann kommt ganz viel Wasser aus dem Harz hier die Sieber runter. Und bei dem Baum, der scheint da wirklich ganz so sich festgefressen zu haben. Und da frage ich mich, ob noch mehr Holz, ob sich da noch mehr Holz verfängt und dass sich dort dann quasi ein Damm bilden könnte, der dann dementsprechend das Wasser auch hochstaut, vielleicht den Sieberdamm oder die Böschung auf der anderen Seite beschädigt oder dann im Extremfall vielleicht sogar in die Stadt läuft, was natürlich keiner möchte, was ich auch für hoffentlich unwahrscheinlich halte. Aber hier sieht man, hier könnte sich eine natürliche Barriere bilden, die vielleicht zu einer Gefahr werden kann. Was meint ihr? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Müsste hier was passieren? Müsste der Baumstamm entfernt werden? Was meint ihr? Ist da eventuell etwas, was bei Hochwasser zu einer Gefahr werden ja, kann? Ja, und Alma, unser Schatz, hat ganz brav gewartet, während ich dieses tolle Video aufgenommen habe. Vielen, vielen großen herzlichen Dank dafür. Und jetzt geht's auch gleich weiter mit unserer Gassi-Runde. Ist ja alles gut.